So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Nach einer, ja, guten Woche Pause nehme ich wieder auf. Ich hatte ganz einfach kaum Zeit gehabt, aber jetzt bin ich wieder entlastet. So, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, können aber hier nicht weiter, da, ja, hier Wände sind, die uns nicht durchlassen, ja. Ganz gemeine Wände. Deswegen müssen wir jetzt wieder links rum und dann nördlich. So. Oh, ein Wingull. Okay. Ja, wir haben Rayfon. Wir machen Sludge. Okay. Ja, des Weiteren möchte ich noch gleich was ankündigen. Und zwar habe ich ja bald meine 300 Abonnenten erreicht. Dafür bin ich euch schon mal sehr dankbar, denn das schafft man ja nicht alle Tage, ne? So, Moment, ich muss erst mal gucken. Ja, ich nehme mal Tank vor. Ja, aber das 300 Abonnenten-Special wird wahrscheinlich nicht direkt kommen, wenn ich die 300er-Marke geknackt habe. Sondern erst dann, wenn ich meinen neuen PC habe. Und das ist bald soweit. Denn ich kann bald meinen neuen PC holen. Und dann gibt's auch, ja, denke ich mal, auch mehr Videos. Und ja, könnt ihr schon mal drauf freuen. So, wir sind hier wieder auf einer neuen Route und können ein weiteres Pokémon fangen. Falls wir es fangen. So, also Tank war jetzt vorne, ne? Okay. Gut, dann ab ins Gras. What the fuck? Mann, das ist Epicness. Crowdon. Leute, es geht schon mal gut los. So, und das fangen wir uns. Das fangen wir uns. Eiskalt wie wir sind, fangen wir uns das. Fake aus. Okay. So. Tja, was mache ich? Was mache ich? Ich mache Armstoß. Lebensschuss. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Crowdon ist hart auf Level 27. Okay, meine Initiative sinkt. Viele verwechseln Lehmschuss mit Lehmschelle. Okay. Viel zieht's nicht ab. Aber ich habe auch Tränke dabei. Ich hoffe ganz einfach mal, dass Crow dann jetzt nicht rumcrittet. Das wäre sowas von derbe beschissen. Ah, ist kein Schlitzer. Okay, nach einem weiteren Angriff von Crowdon werde ich meinen Trank reinschmeißen. Und Hariyama, bitte critte jetzt nicht rum. Ich mache jetzt noch einmal Armstoß. Anti-Kraft, ach du Schande. Okay, ist aber nicht sehr effektiv. Gestein ist nicht gut gegen Kampf. Nein! Nein, 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 nein. Ja, sehr schön geschwächt, Hariyama. Wunderbar, wunderbar. Okay, jetzt schmeiße ich einen Trank rein. Huh, okay. Das geht ja gleich mal hier richtig los. Crowdon, wenn wir das fangen. Wenn wir das fangen, das wäre so Epicness. Oh, und ich weiß schon, wen ich danach benennen dann. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen es erstmal fangen. Ich nehme einen Superball. Bitte bleib drin, bitte bleib drin, bitte bleib drin. Nein. So einfach wie bei Kyogre ist das hier nicht. What the fuck? Ah, ich heile noch nicht. Ich werfe noch einen Ball drauf. Komm schon, geh rein, bitte geh rein, bitte geh rein. Komm schon. Nein. Ah. Ja, so viel Glück wie bei Kyogre am Anfang des Let's Plays habe ich sicherlich nie wieder in meinem Leben. Also wer das noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Part 1 gleich von dem Let's Play hier. Nein. Ah. Oha, jetzt muss ich heilen. Jetzt muss ich definitiv heilen. Hilft alles nichts. Aber wir haben noch genug Tränke, das ist nicht das Problem. Ich versuche es auf jeden Fall zu fangen. Ich gebe alles. Aber Crowdon halt, ne? Okay. Noch ein super Trank. Wir haben auch noch ein bisschen Soda Pop, das ist ja Tafelwasser. Ja.
So, dann nehmen wir einen weiteren Superball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Shit. Ah, knapp. Oha, ich merke aber gerade, Schlitzer macht schon ohne Crit enorm Schaden. Deswegen werde ich noch meinen Supertrank reinhauen. Kreatinkraft. Okay, seine Werte erhöht es zum Glück nicht. Kreatinkraft hat nämlich die Fähigkeit oder die. Ja. Ups, was mache ich? Nee, Kreatinkraft hat ja die Fähigkeit, dass es die ganzen Werte um eine Stufe steigert. Zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, ich glaube 5% oder sowas. So. Puh. Los, komm schon, geh rein. Komm schon. Okay, Grimasse. Oh nein, das ist ja blöd, wenn. Wenn die AP dann ausgehen von Crowdon. Ich werfe jetzt einfach mal den Ultraball drauf. Den einen, den ich habe. Komm schon. Crowdon, bitte enttäusch mich nicht. Tja. Und ich habe ganz große Angst vor einem Critical Hit. Deswegen heile ich erneut. Mist. Okay, Grimasse kannst du machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. So. Dann ein Superball. Erneut. Komm schon. Oh, ich bin gerade sowas von derbe angespannt, ich kann kaum reden. Komm schon. Es will nicht rein. Es will nicht rein. Kann man ihm nicht verübeln. Heil ich nochmal. Ich werfe noch einen Ball drauf. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bitte, bitte geh rein. Aha. Okay, Grimasse kannst du machen. Kommt schon. Wir müssen Crowdon ganz einfach jetzt fangen. Das. Aha. Ja, so stellt man sich das eigentlich vor, ne? Mit einem legendären. So lange dauert das eigentlich. Aber trotzdem. Es will nicht drin bleiben. Hätte es einen Crit gemacht, dann wäre Tank down gewesen. Und das wäre sowas von derbe beschissen gewesen. Sunlight ist strong, ja. Komm schon. Geh noch langsam die Superbälle aus. Und mit einem Pokéball, da habe ich ja noch eine geringere Chance. Na komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, Mann! Sorry, jetzt habe ich. Scheiße. Wir haben Crowdon gefahren. Scheiße. Jetzt musste ich einfach das Headset runterreißen und mich einfach mal. Oh. Wir haben Crowdon gefangen. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich
Ich habe auch schon den Namen. Ich habe auch schon einen Namen. Einem. Moment, ich muss mich erstmal ein bisschen regenerieren hier. Sorry für den kleinen Ausraster, aber. Wir haben Crowdon. Ja, Crowdon nenne ich nach einem sehr guten Kumpel von mir, und zwar nach Alex. Und ich glaube, der wird sich freuen. Crowdon ist jetzt bei uns im Team. Shit. Oh mein Gott, wir haben Crowdon. Oh mein Gott. Huh. Ja. Okay, erstmal wieder beruhigen und meinen Kampf. Ich wollte eigentlich einen Trainerkampf machen. Und wir kämpfen gegen Makargo, okay. OMG. Moment, ich muss erstmal einen Schluck trinken, also das geht ja gerade gar nicht. Oh, puh. Leute. Tankerrecht Level 32. Wunderbar. So. Okay. Erstmal ein Kampf zur Beruhigung. Ninjask. Okay. Zum Glück hat Ninjask nicht so eine so starke Attacken drauf. Es kann sich zwar mit Schwertanz boosten, aber ihr seht, ein Mogelhieb zieht schon über die Hälfte ab. Von daher wird es hier nicht so das Problem sein. Außer wenn es Doppelteam macht. So, Überwurf. Oh, natürlich überlebt's. Das gibt's ja gar nicht. Okay, oh. Furry Cutter? Was war Furry Cutter? War das Windschnitt? Nee. Kann Ninjask Windschnitt erlernen? Ich hab keine Ahnung. OMG. Jetzt haben wir Kyogre und Crowdon. Jetzt wird nur noch Rayquaza. Oh mein Gott, wenn das jetzt auch noch eintrifft. Dann. OMG. Das wäre einfach nur zu krank. Oha. So, okay. Weiteres wildes Pokémon. Schauen wir mal, was wir hätten noch fangen können. Ja, Crowdon erneut. Aber das haben wir ja schon. Ich fliehe mal. Ich hoffe mal, dass Kale genug Init hat. Natürlich nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Oh, oha, oha, oha. Nee, dann ich wechsle mal ganz kurz. Ich wechsle mal ganz kurz auf Kyogre. Dann erleben wir den Epic Fight. Weil das Risiko möchte ich jetzt wirklich nicht eingehen, dass Kale drauf geht. Nee. Mm-mm. Niemals. So, ja. Dann werden wir mit Kyogre ganz einfach mal Crowdon zerlegen. Puh. Surfer, yes. Bumsi Bums. Dachten Sie auch am Anfang, dass Crowdon vom Typ Feuer ist? Dachte ich auch am Anfang, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und zwar ist der Crowdon bekanntlich vom Typ Boden, aber es sieht aus wie ein Feuer-Pokémon. Tja, so ist es nun mal. So, ja, wir nehmen wir an erste Stelle. Ich nehme mal Anbu an erste Stelle. Und wir kämpfen gegen diesen Käfer, Pokémon-Trainer. Ja, denk schon. Genau. Ein Wumpel. Ja, wunderbar. Und down. Oh, ich bin immer noch total am Arsch. Puh. Aber das ist schon mal wieder ein guter Einstand nach einer Woche Pause. Geht's hier gleich mal wieder zur Sache. Und ich verspreche euch, ihr werdet mit ganz vielen Videos versorgt werden. Weil ich jetzt auch halt wieder mehr Zeit habe. Und ja. Also, ihr werdet immer zwei Videos am Tag bekommen. Halt im Wechsel immer Golden Sun und Pokémon. Am nächsten Tag halt Düsterburg und Pokémon. Ja,
So wird das erstmal ablaufen. Boah. So, ja, das war's mit Pokémon Smaragd Randomizer für heute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn ich ein bisschen abgegangen bin, aber ich glaube, das ist verständlich, oder? Naja gut, wir sehen uns demnächst wieder. Beziehungsweise morgen sehen wir uns wieder zu einem neuen Part. Und bis dahin sage ich Adios.